Weg da. Putze das Badezimmer. Jetzt soll ich das Klo putzen, wo der Typ gerade wahrscheinlich richtig fett reingeschissen hat oder was? Ist ja ein Traum, oder? Ha! Zensierte Szene. Sie scheint auch nicht so ganz begeistert davon gewesen zu sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Detroit Become Human. Folge 3, hier waren wir mal stehen geblieben, hier geht es auch direkt weiter. Aufräumarbeit mit Kara ist angesagt. Letzte Folge noch das Erdgeschoss fertig gemacht, jetzt gehen wir nach oben. Und machen hier mal ein bisschen was. So. Nochmal hier rein. Todds Zimmer. Gott, ey, ist das schlimm. Ich bin ja auch so jemand, der hält sein Zimmer immer gerne sehr ordentlich. Und wenn ich sowas... Es geht ja echt gar nicht. Oh Gott. Na gut. Ey. Na gut, für alle, die das Spiel kennen, die wissen genau, was da drauf stand. Ich weiß es auch. Für die, die es nicht kennen, ihr wisst es nicht. Ihr findet es im Laufe des Spiels noch heraus. Egal, eine Packung Chips. Und ich will gar nicht wissen, wie lange die da schon liegen. So. Ah. Auch gut, eine Fernbedienung. Und jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Die Gier. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeitsministerium stieg die Arbeitslosenquote damit auf 37,3. Ah ja. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Weiterhin gab sie bekannt, dass der Etat des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 200.000 Android-Kampfeinheiten erhöht wurde. Okay, alles klar. Gott, ey. So viel Alkohol. Weg damit. Aufräumen. Machen. Hi Alice. So. Sehr schön. Da war noch was zum Lesen. Ne? Das sieht doch schon viel besser aus hier. All Sports. Androiden Quarterback. CyberLife präsentiert Androiden Quarterback. Slam Dunks Basketballstar Gary Gibbons im Interview. American Football hat sich dem Einsatz von Androiden-Spielern bisher erfolgreich widersetzt. Wichtige Spiele sind noch eine reine menschliche Angelegenheit. Doch angesichts der Präsentation von CyberLifes Demo Android QB1000, einem Quarterback, der von Endzone zu Endzone werfen und ein 15 cm großes Ziel treffen kann, könnte sich das bald ändern. Das Modell ist außerdem mit über 1500 Spielzügen programmiert. Von Klassikern wie Bootleg und Handoffs bis hin zu spezielleren Manövern, die alle in Echtzeit angepasst werden können. Bei einem CyberLife-Event in Detroit wurde der QB1000 vorgestellt. Der Hersteller zeigte eine Reihe von Prototypen, die das Potenzial modernster Technologie demonstrieren sollen. CyberLifes neueste Technologie bringt die Fans zum Schwärmen. Doch Roy Kenstone, Gründer der Anti-Androiden-Fangruppe, sieht auch einen düsteren Aspekt. CyberLife weiß genau, was sie mit dieser Demonstration anrichten. Sie hoffen, unseren Sport so zu verzerren,
wie es mit allem anderen gemacht haben. Trotz dieser Bedenken beachten andere es nur als Frage der Zeit. Im Basket und Baseball werden bereits Androidenspieler in Erwägung gezogen. Ein Quarterback mit LED könnte schon bald Realität sein. Tech Addict, der Preis des Lebens, wie autonome Fahrzeuge überlegen und Tod entscheiden. Weltraumtourismus, ist der Mars ihr nächstes Reiseziel? Sieht ein fahrerloses Fahrzeug einen Unfall vorher, trifft der Computer des Autos Entscheidungen über Leben und Tod. Zum Beispiel, welcher von zwei Fußgängern überfahren werden soll. Doch über den exakten Prozess, mit dem Autos diese Entscheidung treffen, ist nur wenig bekannt. Martin Forlong von Crone Cars versucht klarzustellen, in solchen Situationen sammelt das bildgebende System des Autos Daten, um in Sekundenbruchteilen Alter, Geschlecht, Lebenserwartung usw. des Fußgängers zu bestimmen. Diese Daten werden mit öffentlichen Statistiken abgeglichen, um Familienstand, Lebenserwartung und mögliche Kinder zu ermitteln. Dann weist das Auto jedem möglichen Opfer aufgrund von Kriterien wie ihrem Betrag zur Gesellschaft einen Wert zu. Leben, die andere Leben retten, wie Ärzte und Krankenschwestern, werden bevorzugt. All dies mag sehr vernünftig klingen, aber laut Felix Gamble, Leiter der Anti-Automation League, hat das System kein Recht, solche Urteile zu fällen. Jemand mit einer Vorstrafe ist für die Gesellschaft nicht zwangsläufig weniger wert als ein Arzt. Derartige Informationen sind irrelevant für den Schutz menschlichen Lebens, aber Forlong streitet dies ab. Wir möchten, dass unsere Autos die bestmögliche Auswahl treffen und dafür benötigen sie alle verfügbaren Informationen. Je mehr, desto besser. Klar, so eine Entscheidung von einem Computer treffen zu lassen ist alles andere als leicht. Aus heutiger Sicht unmöglich. Demnach, ja. Weg da! Putze das Badezimmer. Jetzt soll ich das Klo putzen, wo der Typ gerade wahrscheinlich richtig fett reingeschissen hat oder was? Ist ja ein Traum, oder? Ha! Zensierte Szene. Sie scheint auch nicht so ganz begeistert davon gewesen zu sein. Achso. Das ist die Toilette und achso, Toilette und Badezimmer ist ja in den USA manchmal auch immer so getrennt, ne? Genau, hier ist nämlich noch ein Badezimmer. Ah, sortiere Flaschen. Ja. Ah. Hi. So. Flaschen. Hallo? Flaschen. Ja. Dann nicht. Ah. Wische den Boden. Mein Gott, ein Mädchen für alles. Ah, schon ein Vorteil, wenn man den ganzen Tag das machen kann, ohne Rückenschmerzen zu kriegen durch die Haltung oder so und nie müde wird und so. Das ist natürlich schon ein Vorteil von solchen Teilen. Badezimmer geputzt. Ist Alice Zimmer dran, ne? Hä? Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten, ist das okay, Alice? Ich nehme das Schweigen als stille Zustimmung und wir fangen mal an, wa? So. Hübsche Ecke, muss man sagen. So kann man aus Kartons was Geiles machen. Das ist cool. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Rede mit Alice. Endlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein.
Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Okay. Ich sehe, du willst allein sein. Ich lasse dich in Ruhe. Alice zuverlässig, Weg freigeschaltet. Und sie hat uns den Schlüssel für die Box gegeben. Ah, würde interessant, Freunde. Würde interessant. Dringende Aufgaben erledigt. Frage Todd nach neuen Anweisungen. Zuerst gucken wir hier rein. Wollen wir das überhaupt? Mutter ist wohl gestorben. Ja, traurig. So eine Geschichte sind immer traurig. Immer. Alice und Todd. Wir... Thor tut uns was an und sie ist traurig. Wir wurden zerstört. Ist es das, warum der Reset nötig war? Ein Auto? Wunderschön. Kommt ja Freude auf. Wir fragen Todd nach neuen Anweisungen. Das ist also passiert. Wir sind nicht durch irgendein Auto kaputt gegangen und mussten resettet werden, sondern weil er uns verschrottet hat. Danke für den freundlichen Umgang mit mir. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Hm? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Sehr komisch. Sehr komisch, dieser Todd. Willkommen zu Hause. Zu Todd gehen. Zwei Sachen schon mal direkt übersehen. Wunderbar. Kleider erneut waschen. Red Eyes finden. Staubsauger aktivieren. Todd wütend machen. Hinterhof überprüft. Geschirr gewaschen. Mit Alice geredet. Drei Sachen insgesamt nicht mitbekommen. Schade. Müll rausgebracht. Bitten nach oben zu gehen. Nach oben gegangen. Auch wieder eine Sache, in Todds Zimmer übersehen, Toilette geputzt, Alice geht in ihr Zimmer. Alice Zimmer geputzt, Zimmer gelüftet, Kara entdeckt einen Weg nach unten. Badezimmer geputzt, Androiden Quarterback lesen, mit dem Leben gelesen. Mit Alice reden, Alice gibt Kara den Schlüssel. Alice, Box, öffnen. Fertig geputzt. Fortfahren.
Lege das Paket ab. Das ist ein Haus, ne? Offenbar betreuen wir einen Senioren. Da ist ein Treppenlift. Hi, mein Name ist Marcus. Kümmere dich um Carl. Wecke Carl im Obergeschoss. Was? Wir waren unterwegs um 9.38 Uhr, haben dieses Ding geholt, sind nach Hause gefahren und jetzt wecken wir ihn. Erst muss er jetzt schon irgendwie 11 sein oder so. Okay, alles klar. Egal, das ist ein Haus. Ui. Der Typ hat Geld. Eine Giraffe, okay, alles klar. Auch groß. Okay. Ziehe die Vorhänge auf. Boah, ist das dunkel. Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Verabreiche Carls Medikament. Was anderes gibt es aktuell auch nicht zu tun. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Carl. Nein. Carl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Hübsch hat er sich's auf jeden Fall gemacht. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Carl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ja, Leo ist der Sohn von Carl. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen.
Serviere Frühstück. Dickes Grundstück. Der hat ausgesorgt. Wo denn? Kriegt der Mann sein gutes Essen, dann ist er auch wunderschön zufrieden. Danke, Marcus. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Dein Gegner erklärte letzte Nacht, der amerikanische Botschafter auf einer Krisensitzung der Vereinten Nationen. Suche dir eine Beschäftigung. Die Vereinigten Staaten diese Annektierung unter keinen Umständen hinnehmen werden. Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Barentssee. Douglas Cornwell, der UN-Generalsekretär, warnte auf einer Pressekonferenz eindringlich vor einem drohenden, verheerenden Dritten Weltkrieg. Er ermahnte uns, einige Sachen zu tun. An den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor der Konflikt. Was zum Lesen? Century, der Nordpol, wieso Russland ihn will. Bonuskultur, wieso Banker sich selbst so viel zahlen? Steht Präsidentin Warren Cyberlife zu nah? Der Nordpol, wieso Russland ihn haben will. Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Therium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Therium-Reserven würden beiden Nationen erlauben, moderne Androiden-Modelle zu testen und ihre militärischen und industriellen Produktion zu steigern. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. Würde gern lesen, danke Karl. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten in eine friedliche Lösung des Konflikts in eine weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach, Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Na, viel Spaß. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Präsidentin Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. NATO-Sicherheitsrat über arktischem Disput gespalten. Leben auf dem Titan. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneisoberfläche des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem der Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Ein NASA-Sprecher antwortete auf die jüngsten in einer Reihe von Beweisen für Leben auf anderen Planeten. Unsere Androiden-Expedition zu Io ist eine unter vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei Cyberlife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere raumfahrenden Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind. Okay. Nee, wollen wir jetzt noch nicht machen. Dies ein Buch. Ah, wir spielen Klavier, glaube ich.
Schöne Melodie, wirklich sehr schön. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Ferne das Laken. Das ist ein großes Bild. So, Freunde, an dieser Stelle würde ich jetzt noch erstmal sagen, war es das erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann hier weitermachen. Wenn er das jetzt hier nicht speichert, ist ein bisschen schade, dann muss ich halt offscreen da ein bisschen wieder hinspielen. In der nächsten Folge geht es aber auf jeden Fall an genau dieser Stelle hier weiter. Wie immer, ihr es von mir kennt. Ne? Klar. Freunde, ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.